diesem Video teste ich Minecraft TikTok Hacks. Egal ob Pick and Trade Maschinen, ein super schnelles Minecart im Wasser, OP Villager, eine Teleporter Maschine oder ein Glowing Netherite Schwert. Heute werden wir wirklich alles testen. Und wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, abonniert jetzt den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich sage euch Leute, in diesem Video sind richtig viele TikToks dabei, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt oder teilweise unmöglich scheinen. Deswegen bleibt bis zum Ende dran, checkt gerne alle ab und schreibt mir gerne eure Meinung zu allen TikToks in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ach ja, und ich bin übrigens jeden Tag live auf Twitch. Gerne abchecken, erster Link in der Videobeschreibung. So, hierfür müssen wir einen Dispenser nehmen und einen Villager hier tun. Es wird nur noch die Netherite-Rüstung, die tun wir da rein, zack, zack. Und wenn wir jetzt mal testen würden und ihn töten würden, sind es eben zwei Hits. Eins, zwei. Down. Sein neuer Freund ist aber auch hier. Und jetzt tun wir hier einen Lever drauf, also einen Schalter. Und zack. Und jetzt müssen wir einfach nur spammen. Zack, 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 zack. Und jetzt hat er die ganze Rüstung. Hier ist nichts mehr drin. So, und jetzt müssen wir ihn hitten. Und Alter, was? Ey, das ist wirklich krass. Dass das funktioniert, hätte ich in echt nicht gedacht. Heftig. Anscheinend weiß ich gar nichts über Minecraft. Der ist approved. Okay, alles klar. Hier zwei breit und dann 1, 2, 3, 4, 5 lang. Und jetzt müssen wir 6 runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier unten eine kleine Lücke. Sticky Pisten, Slime. Jetzt hier eine kleine Treppe. Zack, zack. Jetzt müssen wir das hier ausfüllen und haben jetzt hier quasi so einen kleinen Slot. Da dann hier was hochziehen. So ungefähr. Hier eine Trapdoor hin. Dann ein Armor-Stand drauf. Ich wusste gar nicht, dass die auf eine Trapdoor drauf können. Okay. Und dann zack. Und jetzt fällt der runter. Und ups, er ist auf dem Slime-Block. Und dasselbe machen wir jetzt nochmal hier. Genau. Und jetzt hier nochmal so eine Plattform. Nochmal Knopf und Batz. So, dann Redstone-Repeater. Zack, zack, zack. Jetzt muss nur noch hier runter die Redstone dann gezogen werden. So, die Kollegen kriegen jetzt fette Rüstung. Hier oben muss noch ein Armor-Stand drauf. Netherite, oh mein Gott. Und jetzt haben wir es ready. Dann müsste es funktionieren. Zack. Und Alter, was? Das ist sick. Okay, krass. Das heißt, das könnte man in der Survival-Welt machen. Würde ich sagen, approved. Für diesen TikTok-Lifehack brauchen wir den Nether. Also rein da. So, und da sind wir auch schon beim nächsten. Er verspricht uns mit diesem TikTok, dass wir, wenn wir hier so ein Gold an so einen Sticky Pisten tun, dann mit der Glock dahinter. Das, ja, wenn wir dann ganz viel Gold geben, dass schon da irgendwie so total viele Trades kommen. So, Redstone Repeater, zack, zack, zack. Und jetzt machen wir hier eine simple Lock. Das heißt, nur noch Redstone in die Ecken, zack, und jetzt hier ein Lever. Und dann müsste das die ganze Zeit schieben. Und wenn wir jetzt Gold hindroppen, müsste er voll schnell traden. Let's go! Diese Mechanik, wie ihr seht, geht nicht auf dem PC, sondern nur in Pocket Edition, beziehungsweise dann auch Bedrock. Und das ist nicht wirklich ein Bug, sondern immer wenn dieser Goldblock weggeht, wird der Akku und droppt den Trade und macht halt alles damit kürzer. Und das kann man halt ausnutzen und dann tradet er viel schneller. Aber das geht halt leider nicht in Java, sondern nur in Pocket Edition und Bedrock. So, nächster Hack ist, dass man sich eben eine Map craftet. Das macht man ja so, wie ihr wisst, eine Empty Map und einen Banner. Zack, in meinem Fall Orange, weil Orange ist cool. So, und jetzt müssen wir den Banner nur umbenennen. Den nenne ich jetzt einfach mal twitch.tv/tjtv. Hier ist einfach nur eine normale Map. Und wenn wir jetzt hier den Banner einstellen, zack. Und wenn wir jetzt weggehen, gar nichts. Sowas fände ich eigentlich cool, wenn es gehen würde. Ich weiß nicht, ob es in der Bedrock Edition nur geht und davon nicht in Java, aber auf jeden Fall geht es nicht mehr. Schade, Schokolade. So, hierfür müssen wir einen Spawner finden und Leute, ihr wisst es vielleicht nicht, aber die Chance für eine Disk, also um eine Disk zu finden in einem Dungeon, liegt bei 21,8% und oh mein Gott, lol, bitte sei hier einfach eine Disk drin. LOL! Okay, no joke, das war First Try. Okay, heftig. Also hier ist eine Disk. Und laut dem TikTok soll man einfach gerade runtermeinen und dann gibt's da Dias. Was? Okay, ich dachte ohne Witz, das ist fake. Okay, wir versuchen es aber bei noch zwei, drei anderen. Hä? Ich hoffe, man hat gemerkt, wie überrascht ich gerade war. No joke, krass. Lass uns trotzdem bei anderen nochmal schauen. Vielleicht war es ja einfach nur Glück. Oh, wir haben neun gefunden, wir haben neun gefunden. Let's go. Oh, und schon wieder eine Disk. Okay, wenn jetzt hier unten Dias sind, dann raste ich wirklich aus. Emeralds, aber keine Dias. Okay, kennt ihr diesen Bug? Aber hier haben wir noch einen Spawner. What? Okay, krass, 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 krass. Noch mal eine Disk, obwohl das bei 21,8% ist, die Wahrscheinlichkeit. Runtergraben und nix. Okay, kann auch sein, dass es einfach nur lucky war. Und vielleicht haben wir einfach auch nur wieder einen Fake-TikTok erwischt. Also, Fake. Schlecht. Jetzt bin ich wirklich überzeugt, dass das Fake ist. Ab zum nächsten.
So, bei diesem TikTok habe ich gesehen, dass der halt nicht mal auf dem PC spielt. Das heißt, es könnte anders sein. Es könnte auch nur in der Bedrock Edition funktionieren. Aber ich probiere es trotzdem. Basically geht es darum, wenn man hier einen Zombie mit Armor hat, dass man normalerweise, wenn man ihn killt, man eben keine Rüstung gedroppt bekommt. Oder zumindest sehr, sehr selten. Das sehen wir jetzt. Und stirb bitte. Danke. Und wir sehen, ja, nichts bekommen. Und auch beim zweiten Mal töten ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering. Okay, diesmal waren wir ziemlich lucky. Und bei dem TikTok wird halt gesagt, wenn man ein 2 tiefes Loch macht und den Boy da reintut und ihn dann ertränkt, wird er zum Ertrunkenen. Obviously. Dann probieren wir das Ganze mal mit einem Zombie ohne Helm. Zack. Und wenn er jetzt die Armor droppt, come on. Ja. Ich bin enttäuscht, Jungs. Ich bin enttäuscht. Okay, also das ist nicht möglich. Oder Fake? Zumindest nicht möglich auf Java. Wahrscheinlich dann in der Bedrock Edition. Aber so nicht möglich. So, das waren drei kleine, schnellere Lifehacks. Deswegen machen wir auch ganz schnell einen Durchlauf. Einmal hier Eisengolem. Zack. Ihr kennt ihn alle. Jetzt, wenn ich den damagen würde, was weiß ich, mit irgendeiner Nether-Schaufel, keine Ahnung. Und jetzt kann man halt Iron Ingots nehmen und man kann so machen. Und das geht! Was? Yo, man braucht sogar nur ein Iron. Im TikTok sah es so aus, als hätte man 2, 3 gebraucht. Crazy. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gehört, aber ich habe es noch nie selber ausprobiert. Deswegen, war interessant. Hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. So, das nächste war halt, dass man, wenn man einen Sign schreibt, dass man es färben kann. Und what the fuck? Ist schon nice. Finde ich cool. Kriegt von mir einen Daumen nach oben. So, und jetzt kommt was, was ihr wahrscheinlich alle wusstet. Aber no joke, ich wusste das nicht, dass das hier geht. Okay, also no joke. Ich wusste, dass diese Textur existiert, aber ich habe voll vergessen, wie das geht. Deswegen, ja, das geht auch. Ich würde sagen, approved. Erstmal habe ich hier ein Trident mit Channeling enchanted. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Jetzt ein Redstone-Verstärker, noch ein Redstone-Verstärker. Beide auf die vorletzte Stufe schalten. Redstone dran. Dann hier eine Lever dran. Zack, sticky Pisten. Ein Slime-Block. Ich bin echt gespannt, ob das geht, weil das ist so ziemlich der unrealistischste von allen TikToks. Ich bin sehr gespannt. Die Tridents drauf schießen. Zack, 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 zack. Das reicht. So, und jetzt müssen wir einfach nur den hier machen. Zack. Und ja, wenn jetzt ein Thunder gekommen wäre, wäre das hier explodiert. Aber irgendwie geht's nicht. Nächster Try. Bitte funktionieren. Nein, es funktioniert nicht. Okay, ja gut, also außer dass es lustig aussieht, passiert hier nicht wirklich viel. Aber sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also zählt das als was Lustiges? Das war auf jeden Fall Big Fail. Falsch. ich habe echt gedacht, das funktioniert. Ich bin jetzt voll enttäuscht. Aber cool sieht's trotzdem aus. Okay, für den nächsten TikTok-Lifehack brauchen wir Powered Rails, Minecarts, Soul Sand und Redstone-Block. Hier kommt jetzt ein Redstone-Block hin, dann hier die ganzen Schienen, zack, dann hier Soul Sand bis zum Abwinken und jetzt ziehen wir das Ganze durch und da ist jetzt auch nochmal ein Redstone-Block. Und jetzt ist alles gepowert und jetzt, wenn wir hier ein Minecart drauf tun, bitte enttäusch mich nicht, bitte, bitte, das wäre so cool. Oh, vielleicht brauchen wir mehr Schwung, so vielleicht. Ja, schon eher. Aber irgendwie kommt man nicht voran. Und jetzt machen wir mal den hier. Zack. Und bitte funktioniert. Das wäre so cool. Das wäre so cool. Okay, man fliegt nicht wirklich weit. Aber es geht. Ja, also ich würde dem TikTok irgendwie einen Daumen nach oben und einen Daumen nach unten geben. Weil, naja, es funktioniert zwar. Ich meine, klar, der Soul Sand gibt natürlich diese Bubbles. Und dadurch wird das Minecart nach oben befördert. Aber man fliegt nicht wirklich so cool durch die Gegend, wie ich es mir erhofft hatte. Oder wie jeder, der das TikTok gesehen hat, sich erhofft hatte. Egal. Grundsätzlich aber ein cooles TikTok. Ist wahrscheinlich in der Bedrock Edition gewesen. Dafür brauchen wir Wasser, Soul Sand, eine Falltür, einen Tageslichtsensor und eine Enderperle. Im Prinzip müssen wir jetzt einfach nur hier ein Loch graben und alles und natürlich Soul Sand hin und dann alles fett mit Wasser füllen. Es müssen überall, by the way, Wasserblöcke sein. Es darf nicht nur oben Wasser sein, sondern muss auch anscheinend unten Wasser sein. Sonst kommen nicht diese Bläschen und die Enderperle würde einfach nur auf den Boden fallen. So, dann zack, eine Trapdoor und ein Tageslichtsensor. Und dann geht's auf, weil, ja, es ist Tag und die Bläschen sind hier schon. Und das Loch muss natürlich tief genug sein, damit die Enderpearl wieder hochfliegen kann. Und jetzt aber nur zack und jetzt schwimmt die hoch. Und schon haben wir ein Stasis Chamber, so heißt das Ding übrigens. Wenn jetzt alles funktionieren würde, würden wir wieder dahin tippet werden. Okay, mir ist gerade aufgefallen, der muss einfach nur auf Nacht gestellt werden und dann kann man die reinwerfen. Jetzt, sobald es Tag wird, beziehungsweise Nacht wird, schaltet sich das Teil automatisch um, das heißt Time Set Day und wir werden tippet. Approved!
Okay, kommen wir jetzt zu einem Bonus-TikTok. Das habe ich nämlich vorhin gefunden und naja, irgendwie war es ein bisschen absurd. Und zwar hier, Splash Water Bottle, No Effects. Er sagt nämlich, dass man in einem Brewing Stand, ja, mit Amethysten angeblich was brewen könnte und dann hier oben einen Glow Ink Sack rein tun würde und dann gäbe es hier irgendwelche Glowing Potions. Da man die aber so nicht craften kann, habe ich mir das jetzt mit dem Command gegeben und ja, das heißt hier, die gehen wirklich, das sind Glowing Potions. Wenn ich sie auf mich gebe, dann habe ich Glowing. Und ja, bei mir funktioniert es natürlich, ist ja obvious. So, dann sagt er, dass wenn man ein Netherite-Schwert hier reintut und dann Glowing hinwirft, dass dann das Schwert glowt. Nein, tut's nicht. Wie wir alle wissen, geht ein Glowing-Frame nur so. Und ja, selbst wenn ich ihn jetzt placen würde und mein Netherite-Schwert drin hätte, selbst dann ginge das nicht wirklich. Also ja, ist ja obvious gewesen. Da sind aber so viele drauf reingefallen. Ich habe das gesehen. Dieses TikTok ist richtig viral gegangen. Und ja, natürlich haben wir dann auch kein Glow-Schwert. Und ihr Kollegen werdet niemals glowen davon, sondern nur von den Potions, wie man bei ihm sehen kann. So ist es. So, wie fandet ihr die TikToks? Ich fand sie eigentlich cool. Also manche waren halt eher so Unterhaltung, manche eher so faktenbasiert. Aber all in all waren es eigentlich ganz coole TikToks, muss ich sagen. Jetzt mal egal, ob real oder fake Lifehack. Die waren ziemlich kreativ und irgendwie auch cool. Schreibt mir auch gerne euren Favoriten von den ganzen TikToks in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Bin gespannt, was so am besten ankam bei euch. Ansonsten würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn ihr auf Twitch vorbeischauen würdet. Ich bin der Daily Life. Deswegen sehen wir uns am besten drüben auf Twitch. Und beim nächsten Video. Haut rein. Wir sehen uns. Ciao, ciao.